Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Spyro the Dragon. Diesmal spielen wir Dunkles Labyrinth. Dunkles Labyrinth klingt wieder etwas mysteriös, wird aber, denke ich mal, gar nicht so dunkel sein, wie der Name sagt. Und ich hoffe, dieses Mal wird das Level nicht wieder so kompliziert. Baumwipfel, Spuktürme aus dem letzten Part. Das war echt nicht einfach. Und wenn der Name jetzt schon Labyrinth ist, dann freue ich mich da eigentlich gar nicht drauf. Okay, hier haben wir also diese Trolle. Die die Gegner groß machen. Erster Drache. Kasia. Die Gegner hier können ziemlich erschreckend sein, aber achte auf die Narren. Ich grille lieber die Narren. Das nenne ich einen Plan. Richtig. 65 Drachen. Okay. Die gefallen mir nicht da hinten, weil ich muss an allen drei vorbei, um den Narren zu kriegen. Danke, dass du mich befreit hast. Azizi. Nee, an zwei muss ich nur vorbei. Da warte ich kurz, bis er die wieder klein macht. Okay, bis jetzt läuft verhältnismäßig gut. Die krieg ich wieder nicht kaputt. Oh, warten. Ups. Blöde Teufelchen. Nächster Drache. Bakari. Du könntest der Drache sein, dem es gelingt, die Nog zu besiegen. Genau der bin ich. So, und jetzt kommen wir zum Problem. Wir haben nämlich keine 100%. Da unten. Manu. Da oben steht auch noch ein Drache. Ah, da kann ich da runter. Ups. Die können trotzdem noch Feuer spucken. So, hab sie.
Sehr schön. Ah, hat er mich doch noch getroffen. Ärgerlich. So, und hier ist nochmal ein Strudel drin. Soll ich da noch runter? Da drüben muss ich ja auch noch hin. Soll ich da wirklich runter? Ich glaube ja. Nö. Hier war ich schon. Ach, hier bin ich gerade hochgekommen. Ich habe das überhaupt nicht mehr auf dem Zettel gehabt, dass ich von hier kam. Ich dachte, ich kam hier raus. Aber hier ist noch ein Drache. Den nehmen wir dann auch direkt mit. Wen haben wir hier? Apara. Danke, Spyro. Ich würde dir ja helfen, Nasty zu schnappen. Aber ich will nicht wieder im Kristall festsitzen. Keine Sorge. Der Einzige, der festsitzen wird, ist er selber. Was ich jetzt schon aber wieder merkwürdig finde, ist, dass ich quasi ja der einzige Drache bin, der nachher gegen Nasty Nog kämpfen wird. Und das, obwohl ich jetzt bald 70 Drachen befreit habe. Ich weiß nicht, wie viele es noch werden. 80, 100. Warum greifen wir nicht alle gemeinsam an? Warum muss ich das alleine machen? Also das ist eigentlich nicht fair. Mal so nebenbei. Vor allen Dingen bin ich ein Kind. Spyro ist ein Kind. Obasi. Danke, dass du mich befreit hast. Gerne. So, jetzt können wir da noch einmal rüber. Und ich hoffe, dann war es das bald auch. Das war es noch nicht. Mal gucken, vielleicht finde ich hier oben ja noch irgendwie einen Kleinkram. Ja. Sind aber auch nicht die letzten, glaube ich. Ah, die Kiste noch mit einer Rakete. Zack. So, und das sollte jetzt der Rest gewesen sein. Ja, also das Level mit dem Namen Labyrinth ist weniger ein Labyrinth als andere Level. Aber gut, das ging dann ja verhältnismäßig schnell. 8 Minuten, knapp drüber die Aufnahme gerade. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, beim nächsten Level von Spyro the Dragon. Bis dahin, wie immer, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss!